Hallo Freunde von World of Warships, heute seht ihr das brutalste Tyrannidengefecht, das ihr jemals gesehen habt. Brutal, vielleicht nicht im Sinne von beste, aber es war der Gegner. Wir, unsere Leute. Ach, man kann es einfach nicht beschreiben. Schaut es euch an. Ja, es ist ein Tier. Es ist ein geiles Tyrannidengefecht sogar. Oh shit, ey. Das ist ja ein richtig geiles Tyrannidengefecht. Ach Gottchen. Nice. I love it. I love it! Also das Spiel sagt gerade, Jungs, ihr hattet in der letzten Runde eure Chance, geile Performance abzuliefern. Da wart ihr mit Tier, jetzt, schwerer. Jetzt seid ihr Low Tier. Oder Bottom Tier, was auch immer, wie man das gerne nennen möchte. Wohin wollen wir denn? Wo wollen wir denn unsere Performance abgeben? Ja, ich fahre nach. Ja, ausgezeichnet. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Kein Flugzeugträger? Schade. Ja, das wäre jetzt noch die Krönung gewesen. So, die Kirsche auf der Sachertorte. So. Also, ich brawle natürlich, wie es sich gehört. Ja, genau. Das will ich sehen. Ich lasse dir gerne den Vortritt. Ich und der Friedrich, der Große da hinten, ich hab's im Gespür. Der heißt Guccio 12. 12 ist sein Alter. Guccio ist sein Name. Benito Guccio und ich werden hier in guter deutscher Schlachtschiff-Manier einen harten Brawl durchführen. Über die 1er-Linie, glaube ich. Genau, und ihr fangt oben bei A1 an und hört unten genau. Bei J1 auf. Genau! Aber ein ganz harter Brawl. Können wir nichts dafür, wenn die Gegner so weit hinten stehen. Ja, oder Friedel, der wird ja... Hat er das Update? Ja, hat er schon bekommen, ne? 25. Hat er schon bekommen, ja. Knapp 25 Sekunden Nachladezeit. Oder? Das hast du zumindest in dem Video auch schon kundgetan. Ja, dann muss stimmen. Dann muss stimmen. Ja, schade, ist halt immer nur noch 4x2, ne? Das ist. Also, wenn es im Video gesagt wird, dann muss es wahr sein. Ja, also ich hatte überlegt, ob ich mir echt die Izumo vielleicht sogar nochmal wiederhole. Die hat mir damals extrem gut gefallen. Ist ja jetzt sogar noch ein bisschen gebufft worden seitdem. Ja, Sigma ändert sich, aber. Und die Panzerung hat sich geändert, ja. Genau, aber... richtig. Ach, das Schiff, das dreht sich einfach so schwer. Weiß ich, mir hat das damals. Mir lag das damals. Also, das Problem ist, die Izumo hat dieselben Probleme wie die Musashi. Aber die Musashi hat 460 fucking Millimeter. Das heißt, das einzige Schiff, das hier overmatcht. Die Möglichkeit hat zu overmatchen. Und das ist dann schon was, das ist was Fettes. Stell dir vor, es kommt nur Missouris mit 27. Was haben die? Der 32 Millimeter Bug, oder? Wer kommt da durch? Mhm. Also, wer overmatcht da? Nur unsere geliebte Musashi. Mal, ey, komm, die Hindenburg muss raus. Wer so weit nach vorne fährt, der muss sterben. Das ist sowieso. Oh, schau, Gucci! Auf Brawl-Kurs, aber die falsche Richtung, Gucci! Gucci, wir haben doch gesagt, auf der 1er-Linie. Gucci. Er baut Kreuzfeuer auf. Er baut einen Kreuzbrawl auf. Oh, jetzt zeigt er breit. Jetzt muss es Schellen hageln. Kommt schon. Und? Leningrad habe ich ja noch gewonnen. Boah, das. Ja. Und? Ja, da muss mehr kommen. BOOM! Da kommt es! Easy! Entschuldigung. Wow. Also, als wenn der Gegner irgendwie Richtung 1er Linie unterwegs ist. Ja, wir treffen uns da ja. Come on, das habe ich ja angesagt. Ich habe das Cap. Ich habe das Cap bekommen. Nice, nice. Good job. Wäre geil, wenn die Stalingrad rausgeht. Weil die Des Moines ist drüben, dann habe ich zumindest immer ein bisschen mehr. Oh, da ist Smoke. Da ist Smoke beim Wrack. Hier kommen auch Torpedos. Oh ja, ich sehe es. Was ist das? Kagera Gearing. Bitte nicht die Gearing. Sehst du noch nicht? Nach außen. Hier, Schiffe zielen auf mich. Pfui! Doppel-Yamato. Oh, jetzt brauchen wir meine Tower plus 2. Torpedos von den 10 Jahren, die sind ja auch echt immer 9,2. Aber die ist weit weg, also ich bin nicht offen. Na gut. Arg unterdimensioniert. Ich fahre nochmal kurz ein bisschen zum DD hin. Ja, die Kagero ist drüben, das bedeutet, es ist ganz einfach. Dann ist die Gearing. Ja, oh, ist das. Nein, warte. War das ein 5er Spread?
Weil das sind. Ja, da laufen ganz viele. Ein paar sind schon getroffen. Ja, ja. Unser Hindenburg ist auch schon tot. Ja, ja, das ist die Gearing. Ja, jetzt hat man es gut gesehen. Weil mir geht's auf den Sack, dass die Stalingrad hier hinten so breit steht. Wo hat er denn das Schiff geschenkt bekommen? Aber meine Streuung ist so übel, ich kann den nicht bestrafen. Ich habe einen Jahrhundertschuss schon gehabt jetzt. Für die nächsten 30 Gefechte ist das letzte. Also, ansonsten den. Weil der prescht gerade durch und der schnappt sich gleich die Musashi. Müsst ihr irgendwo... Was habe ich da gerammt? Eine Minotaur. Eigentlich müssten wir dann jetzt hier innen vorwärts. Ja, einfach weghalten und beim Weghalten schießen, weil wir haben das Cap der DD, macht keinen Druck. Das treffen natürlich leider nicht. Darling, gerade ist sie auch immer noch. Ich kann höchstens zu C fahren. Nein, da unten ist eher magisch. Schau, wir haben drüben, drängen wir sie auch zurück. Wir müssen die nur rausziehen, wie gesagt. Ach, leck mich doch. Schöner Treffer. Juju. Zwei Brände, ja, danke. Was dann wieder mal? Da ist die Gearing. Ja. Oh ja, Secondary. Problem gelöst. Ja, pass auf. Die Karriere drüben ist draußen, das ist schon mal gut. Und Radar, der Stalingrad läuft. Jetzt sind wir am Berg. Das hält wie lange? 27 oh. Sekunden, ne? So was in diese Richtung. Boah, hast du... Nach, würde ich sagen, hast du ein Glück in der Paar, weil zuerst hat sie nur einen Tausender abgezogen und dann... Ja, zuerst. Holy moly. Ja, schade. Zieh dich ein bisschen zurück, Nidopar. komm an meine... an meine Seite. Komm mit mir, wenn du leben willst. Ja, unsere Musashi wird gleich draufgehen, dass... Weil ich komme nicht mehr auf die Gearing rauf. Oh, steht hinter Berg. Mann, ey, ich wollte gerade richtig aufdrehen. Ja, wer zu lang wartet, bestraft das Leben, habe ich gehört. Ja, 4 Minuten. Guccio! Was machst du denn da hinten, Guccio? Oh, die Torpedos, die werden vielleicht da ganz rechts außen, ne? Ja, es wird mit der Reichweite auch schon. Ja, doch, die Reichweite müsste passen. Wäre halt an sich geil, wenn die. Ja, Eigentlich muss die Stalin weg, dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Torpedos sitzen nicht, da ist die Yamato zu schnell. Aber ich kann ein bisschen nach außen fahren und gegebenenfalls die Gearing abfangen. Um gegen die Stalingrad eine Handhabe zu haben, müsste ich sie in Secondary Range bekommen, um Brände zu machen. Die 380er sind einfach. Die zeigt auch nicht breit, weißt du, ich kann da... Also es ist ein Schiffsgleichstand, ne? Das ist echt gefährlich hier. Ja, ich weiß, es ist noch... Okay, wir liegen hinten. Ja, Nierbeier ist schuld. Ja. Hätte ich nicht nach oben gedreht. Weckigkeiten war schon richtig. Vielleicht die Ori. Ich probier mal einen richtig. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Ah ja. Bleibt stehen, oder? Ja. Gucken wir mal ganz kurz was zum Klang. Ganz langsam fällt's nach vorne. Der Radar läuft. Jetzt wird's gefährlich. Weil der scheiß Ori halt auch so dicht dran ist. Das sind einfach 5 Schiffe. Kann... Okay, erste habe ich überstanden. Dreh mal ein bisschen rechts rein. Oh, da kommt noch die Yamagi, Alter! Nicht ein Treffer konnten sie landen!
Aber es ist halt. Ja, ein bisschen wenig Feuerkraft hier. Ich weiß nicht, was der Friedrich der Große da macht, aber er verliert andauernd Leben, weil er mega Breitseite zeigt. Das ist halt ein Problem. Ja, der ist auch gleich tot. Ja, das ist, und danach bin ich dran, ne? Die wollen mich dann snacken. Bin ich arg scheiße. Weil die Minotaur, sobald die auf ist, ist auch vorbei. Jetzt wird das ganz, ganz schwer. Autschi, bautschi. Hier ist bei mir hier außen. Da, endlich bin ich in der Seite der Stalingrad. Also, ja, jetzt dreht sie aber wieder rein, dass ich sie nicht kriege, ne? Hier bin ich gefunden. Scheiße. Dürfte ich nicht schaffen. So, jetzt habe ich sie an den Nüssen, die Stalingrad. Oh, ich habe einen Torpedotreffer gelandet auf den Ori. Der hat Flutung. Flutung gehabt. Oh, ich ziel nur Scheiße. Komm schon. Baller, hause raus. Hause Torpedos rein. Ich kann nicht. Ich habe hier Probleme mit der Gearing, die mich jetzt gleich jeden Moment rausschießt. Weil die anderen auch noch von hinten schießen. Der hat halt ein bisschen Support, das ist das Problem. Ach, come on, wo sind meine fucking Zitadellen? Ich bin tot. Also mehr kann ich jetzt in der Runde echt nicht machen, ey. Ah, das war's dann. So kriege ich die nicht mehr komplett, nicht mehr. Vollgas, ansonsten kassiere ich ja noch hart. Und einfach nochmal die Torpedos. Ja, die brauche ich jetzt da vorne wahrscheinlich, oder? Siehst du nicht? Nee, es ist ja Des Moines, die kriegst du auch mal das Secondary sonst raus. Und hast du noch links einen? Was? Den habe ich doch vorbeigekriegt. Ja, kommt sie. Siehst du, die hat nicht mehr viel. Hast du einen Flieger? Ja. Siehst du ihn schon rechts. Hab ihn schon gesehen auf der Karte. Er zielt doch schon auf dich. Ja, hoffentlich. Ja, Klassiker. Teambeschuss! Also wenn das Cap geholt wird und alle überleben. Und den Friedrich den Großen am besten noch raushauen, dann. Der Ori kommt zurück, der hat aber nicht mehr viel. Da ist er. Ah, oh, shit, nicht angezündet. Dann richte du deine Kanone auf den Ori aus, sonst. Vielleicht kriegst du den dann eher. Problem ist das Feuer, das ich nicht löschen kann. Die Stalingrad kommt schon von hinten. Ja, ja, ich hab schon drauf geschossen, mal auf den, aber. Gegenheilen! Schneller! Ja. Das ist zwei Feuer, ne? Ja, ich weiß, ich kann es nicht heilen. Ich habe das eine von der Des Moines geheilt. Das hilft nichts. Ich habe mich teuer verkauft, aber. Ne. Armes sinkendes Schweinchen hier. Ich weiß auch nicht, wo die Wuster hin will. Oh, ich glaube, jetzt ist voll traurig. Halt jetzt dämlich dort. Ja, es ist total dämlich, da jetzt hochzufahren, in zwei Amatos rein, wahrscheinlich.
Jetzt lassen sie den Friedel am Leben, oder was? Ja, jetzt hört die Mine auf den Friedel zu schießen. Wo er noch 5000 hat. Der Mato denkt sich, komm, ich zeig weiter breit zur Stalingrad. Ja, manche Gefechte verliert man halt mit Gewalt, weißt du? Das ist... oh. Ja, das tut schon weh. Ja, aber da kannst du nichts machen, die erkennen das einfach nicht selbst. Ich weiß nicht warum. Oh, die Gearing, die Gearing. Gut, dass die Wuster hochgefahren ist. Ja, eigentlich war es ein taktischer Fehler. So wie es ein taktischer Fehler war, von beiden Yamatos durch die, ja, Mitte, durch zu die Mitte zu fahren. Eine Yamato hätte Minimum nach D fahren müssen. Da haben wir unsere Yamatos hier mal raus. Aber das macht nichts, die scheiß Wuster muss einfach nur hochfahren. Und die Shima müsste eigentlich nur wegfahren. Mino muss weiter auf die Stalin und dann ist alles... Unsere alles Yamato okay. Rammt jetzt noch die gegnerische Yamato raus. Nee, die geht vorher raus. Nee. Doch. Weil der Ori kann so reinballern. Shit, da ist er hinten schon. Schieß, Yamato! Oh. Links kann ihn raus. Aber die Wuster ist noch drin. Die Wuster nimmt jetzt B. Ja, aber jetzt geht die Shima raus. Was soll die Shima rausgehen? Ja, mit dem Radar, dann schießen alle drauf, auf die Entfernung. Aber die Yamato frisst richtig hart. Ja, aber das reicht nicht, oder? Reicht das doch? Die frisst richtig hart. Oh Gott, Mino, bleib auf der Yamato drauf. Nicht auf der anderen. Oh mein Gott, wie blöd muss man denn sein? Das hat viel zu lang gedauert. Also hin und wieder. What? Dann noch fast die Shimakaze. What the fuck? Das ist doch nicht deren Ernst! Doch, das ist deren Ernst. Das ist. Oh Gott! Ey, da sind drei Gegnerschiffe! Die sind so gut wie tot! Und jetzt fährt die Mino straight in den Ori rein. Oh nein. Das war's, da kommt die Schelle. Oh, Alter. Also vielleicht regelt das noch die Shima mit den ganzen Torpedos. Also, das ist die letzte Hoffnung. Ja, der Torpedo auf die Yamato sitzt. Sehr gut. Gut, dann vielleicht nimmt hinten die Stalingrad noch eine mit. Nee, Stalingrad was... Hat die Flutung die Yamato? Die Yamato hat Flutung, die andere, die Penny the Clown. Ja, man soll am Leben bleiben. Und ich schieße! Willst du mich verscheißen? Du behindertes Stück Scheiße! Ja, aber die Stalingrad nimmt den Torpedo mit, oder? Ja, aber die schießt! Warum schießt die? Das ist doch nicht deren Ernst, Alter. Die sind so blöd. Die sind so blöd in denen. Also ganz im Ernst, da fällt immer nichts mehr zu ein, oder? Und jetzt hat die echt noch die Yamato bekommen. Oh, aber jetzt mal ohne Witz. Gott. Wie gesagt. Ach, Radar. Aber hat. Was? Ich dachte, das war schon eingesetzt. Das ist scheißegal! 27, ach egal. Das hat mich jetzt echt schockiert. Das war übel. Aber das Traurige ist, wir gewinnen das. Würden wir aber noch gewinnen. Ja, aber warum? So unverdient, weißt du? Ich hasse das. Also, ich habe kein Problem damit zu verlieren. Beim besten Willen nicht. Aber ich hasse es, unverdient zu gewinnen. Oder wenn das Gegnerteam unverdient gewinnt. Sagen wir so, die Shima hat den Scheiß noch gerettet, aber schießen hätte sie nicht müssen. Ja, beim besten Willen nicht. Und sie hat auch nicht so nah, genau, und vor allem nicht so nah dranbleiben müssen. Weil sie hat die Stalingrad schon lange gesehen, dass sie durch den Durchgang kommt und ist trotzdem stehen geblieben. Vielleicht haben wir jetzt nicht gerade das Nonplusultra gemacht hier, aber scheiße, wir waren richtig low-tier. Beide Seiten wieder, also... Das ist die Creme de la Creme. Wir bekommen Café con Crema. Boah, ey, bei sowas kommt mir auch die Galle hoch. Wenn ich sowas sehe, dass Runden so ablaufen...
So geil, die Wooster, die wir geblamed haben, warum sie alleine da hochfährt, die hat das Gefecht mitgewonnen, weil sie das Cap noch geholt hat. Ja, das aber andererseits, toll. Wenn die Wooster unten geblieben wäre, sonst hinter der Insel, ja, die hätte die seitlich abfahren können. Gerade auf die Stalin dann, die hat ja auch nicht mehr viel. Die dann hätten wir halt viel. Das untere Cap nicht verloren. Genau, und wir hätten die Schiffe rausbekommen, ja. Dann wäre es vielleicht sogar schon schneller zu Ende gewesen. Shit. Das ist meine Sichtweise so. Ja gut, ja, gut, Schema hat's gerissen, aber das mit dem Schießen hätte ich trotzdem nicht gemacht. Wie gesagt, mehr Glück als Verstand teilweise. Deswegen heißt es bei uns auch, durch Dumme hat's Glück. Das ist wirklich so. Ja. Ja. Krass. Ja, aber als Achter haben wir uns sonst gar nicht so schlecht geschlagen. Ja, man muss sich halt versuchen, so teuer wie möglich zu verkaufen.